Max Huscher war von Beruf Konditor. Sein großes Hobby galt jedoch der Schnitzerei von Krippenfiguren. Ab 1935 bewohnte er zusammen mit seinen Eltern die Villa Remeis, deren Café zunächst sein Vater bewirtschaftete. Dort entstanden die meisten seiner Krippenfiguren, die weit über Bambergs Grenzen hinaus berühmt wurden. Nach den Kriegsereignissen kam Max Huscher 1947 aus russischer Gefangenschaft zurück. Er arbeitete weiterhin als Konditor im Familienbetrieb des Cafés in der Villa Remeis. Im Jahre 1957 übernahm er dieses und führte es bis Anfang der 70er Jahre. Natürlich schuf er auch in dieser Zeit viele Krippenfiguren. Max Huscher verstarb 1993. Seine Nichte Karin Stader berichtet in einem Interview mit Maike Leide über ihren Onkel. Das Gespräch fand in den Gasträumen der Villa Remeis statt, deren Ausstattung sich seit der Zeit Max Huschers nicht verändert hat. Frau Stader, können Sie mir kurz von sich erzählen, über Ihren Werdegang berichten? Ja, also ich freue mich erstmal, dass ich hier bin, denn hier bin ich aufgewachsen in diesem Haus. Meine Großeltern hatten ein Café hier seit, ich denke mal seit 1925, sind die hierher gezogen und ja, und da habe ich den Onkel halt auch hautnah erlebt als Kind. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Standen Sie sich nahe? Ich habe ihn erst später kennengelernt, so mit 4, weil er ja in Kriegsgefangenschaft war, die ersten Jahre in russischer Gefangenschaft. Und dann danach habe ich ihn eigentlich erst richtig kennengelernt. Und was für ein Mensch war Ihr Onkel? Ja, er war sehr zurückgezogen, ein Eigenbrötler, würde ich sagen, oder eigenwilliger Mensch eher. Er war hart gegen sich und andere. Er war sehr zurückgezogen, sparsam. Ja, Sie erwähnten bereits, dass er aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekommen ist, 1948, 1949 war das. Erinnern Sie sich noch daran? Ja, da erinnere ich mich gut. Da war ich circa 4 Jahre alt und das war im Winter 48, 49, als er in Lumpen ankam und meine Großmutter sehe ich heute noch, wie die vor der Türe ihn empfangen hat und er war voller Läuse und Flöhe, musste da erstmal ausgezogen werden vorm Haus und dann hatten wir oben in der Wohnung, im Wohnzimmer einen großen Kachelofen und da wurde so eine Zinkwanne aufgestellt und da wurde erstmal richtig gewaschen und damit da kein Ungeziefer ins Haus kam. Wann hat denn Max Huscher mit dem Schnitzen begonnen? Ja, eigentlich schon als Kind. Er hat immer Lust gehabt zu schnitzen und eigentlich dann richtig erst nach dem Krieg. So. Und wie ist er ans Schnitzen herangekommen? Gab es vielleicht Krippenschnitzer in der Familie? Nein, in der Familie gab es, soweit ich weiß, keinen. Aber er hat immer Lust gehabt, was in die Hand zu nehmen. Er hatte die ersten Figuren, waren, glaube ich, aus Wachs, die er gemacht hat. Also modelliert oder irgendwie hat er immer was mit Holz und sowas machen wollen, denke ich. Und hatte er einen Lehrer zum Schnitzen? Ja, er war bei dem Herrgottschnitzer Bauer in der Hölle. Der war sehr bekannt damals und da durfte er nach langem Hin und Her, mein Großvater wollte das nicht, aber nach langem Hin und Her durfte er dann doch das lernen. Haben Sie Ihrem Onkel zugeschaut beim Schnitzen? Ja, wenn ich durfte. Also das war sehr selten. Wenn er sehr gut, in guter Stimmung war, sage ich mal, dann durfte ich das. Können Sie für uns die Entstehung einer Figur erklären? Ja, er hat also einzeln erstmal die Köpfe, Hände und Füße geschnitzt, so wie man das hier sieht. Dann hat er alles mit Draht verbunden, auch die Beine und hat da so kleine so Haselnusszweige da rein, damit es etwas stabiler wurde. Und dann wurden die Figuren hier umwickelt mit so einem Band,
so Mullbinden kann man auch nehmen oder und wenn das auch den auch die Arme wurden dann so umwickelt und die konnten man dann so bewegen, wie man es brauchte und dann erst wurden sie angezogen. Und da hat's, die hat dann meine Mutter angezogen, die war Schneiderin und die hat eben dann das gemacht. Da gab es dann so einen Schnitt, den hat man dann so auf den Stoff gelegt und hat es ausgeschnitten und dann so angezogen. Und ich als Kind durfte ich da immer zuschauen und durfte etwas mitmachen. Also Sie haben selbst auch Figuren eingekleidet? Ja, bei uns standen ja das ganze Jahr Figuren. Überall. Ja. Wie hat denn Huscher seine Figurenköpfe entwickelt? Ja, er hat Vorbilder hat er schon gehabt aus Zeitschriften, denke ich mal. Also er hat immer schöne Frauen gesammelt in Zeitschriften oder diese alten Männer mit den weißen Bärten. Das war dann so, denn er war ja nie im Urlaub oder so wie heute im Ausland, dass man dann sich das im Original anschauen kann. Er musste das alles sich so aus den Zeitungen nehmen. Auch die Tiere, die er geschnitzt hat, meinetwegen die Kamele oder die Elefanten oder sowas. Das Was sind denn Ihrer Meinung nach typische Merkmale seiner Krippen und seiner Krippenfiguren? Eigentlich die Hände. Die sprechenden Hände, die man bewegen kann, so wie man sie braucht. Also die kann jetzt zum Beispiel, diese Figur, die kann auch was tragen. Oder man kann sie so stellen, dass sie irgendwas in die Hand nimmt, man einen Stock oder so. Also die können alles machen. Oder sie können auch so sich, je nachdem wie man sie dreht mit dem Draht, dann kann man das alles nach Belieben so hinstellen. Hat er sich dann Anregungen geholt für diese ja, stark gestikulierenden Hände? Ja, und zwar im Nationalmuseum in München. Da sind ja diese neapolitanischen Figuren ausgestellt. Und die auch so lebendig sprechenden Hände. Und da hat er sich also sehr oft Anregungen geholt. Warum glauben Sie, dass so viele Menschen Max Huschers Krippen mögen? Ja, ich denke mal erst die Zartheit der Figuren an sich. Die Hände, die sprechenden Hände und auch der zarte Gesichtsausdruck, denn das findet man heute eigentlich weniger, denn die meisten sind grober geschnitzt oder überhaupt im Ganzen, also nicht so Teile, wie es hier ist, sondern eben mehr rustikal, würde ich sagen. Hat er denn auch die Aufbauten für die Krippen selbst gemacht? Ja, die hat er auch selbst gemacht. Nur sind da ganz wenige übrig geblieben, denn als er hier wegzog, nachdem er 65 war, hat er das Café aufgegeben hier und ist in die Altenburger Straße gezogen und da gab es dann später 1982 eine Gasexplosion und die ganzen Bauten, die waren unten in einem Schrank gelagert und der erste Stock ist runtergekracht auf diesen Schrank und da ist alles verloren gegangen, leider. Aber Figuren sind nicht zu schade gekommen? Nee, komischerweise, wie ein Wunder, möchte ich sagen, sind die Figuren in einer Vitrine gestanden auf diesen Korkplatten und die sind insgesamt, der ganze Schrank ist vom ersten Stock nach Bader runtergefallen. Und ich habe die einzeln raus, ohne dass sie irgendwelchen Schaden hatten. Nicht einmal die Finger sind abgebrochen. Haben Sie ein Lieblingsstück aus der Hand Ihres Onkels? Ja, das ist die kaschierte Krippe. Die hat er nur ein einziges Mal gemacht. Und die ist wirklich einmalig. Was heißt denn kaschiert? Kaschiert heißt, er hat die Figuren so geschnitzt wie gezeigt so. Hat dann einen ganz einfachen Nesselstoff genommen, hat den in Leim getaucht, in Leimwasser und hat den dann so rumgelegt, hat die Falten gelegt, wie er sie wollte und hat es dann trocknen lassen. Und dann später wurde die Kleidung dann angemalt, so wie er das wollte.